Jo, hallo zusammen. Bin gerade minimalst angepisst, weil ich ein kleines Problem festgestellt habe. Und zwar bei diesem Spiel hier. Ich zeige euch heute das Tutorial von Strongbad's Cool Game for Attractive People. Werde aber hier vor, wie soll ich sagen, Herausforderungen ohnegleichen gestellt. Telltale Games. Also ihr seht, es ist ein Telltale-Spiel. Eins ihrer früheren noch, bevor sie bekannt wurden mit Walking Dead und Wolf Among Us und so weiter und so fort. Mein technisches Problem, das ich festgestellt habe. You get Okay. Ich habe ja echt gedacht, ich bin zu dumm zum Aufnehmen, weil es hier am Rauschen ist wie Sau. Liegt's am Headset oder sonst was? Liegt's nicht. Passt mal auf. Wait, is it my turn? Ich stelle mal hier alles leise. Minimal und fange jetzt an, den Sound hochzudrehen. Was ihr hört, sind leider nicht nur Soundeffekte, sondern ein ganz, ganz, ganz böses Rauschen. Also es ist echt ätzend. Ich werde es jetzt auch erstmal wieder ausmachen, weil das hältst du echt im Kopf nicht aus hier. Wenn ich es leiser stelle, wird auch das Rauschen leiser. Wenn ich es ganz ausstelle, ist es perfekt. Ihr hört kein Rauschen, ihr hört gar nichts. Ihr hört einfach gar nichts. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, was das für Soundeffekte sind. Ich bin mir sicher, also seine Schritte zum Beispiel, ja. Aber wenn jetzt jemand irgendwas folglich einen Kopf kaut bekommt, Moment, ich versuch's nochmal auf Hochdeutsch, wenn jemand irgendwas voll gegen den Kopf geworfen bekommt oder so, dann will ich auch ein Dong oder sonst was hören und nicht gar nichts. Deswegen muss ich jetzt den Sound minimalst hochstellen. Ich weiß aber nicht, wie laut. Ich habe festgestellt, wenn ich ganz leise mache und Musik und Voice auf 3, dann höre ich die Schritte von ihm nicht. Ich weiß nicht, ob das weiter wild ist. Ich tendiere jetzt dazu, das hier mal voll aufzudrehen und die Sounds auf 2 zu stellen und hoffe, dass das Rauschen nicht so schlimm ist. Ja, hofft bitte mit mir, hofft, dass das nicht voll der Flop wird. Wir spielen heute nur das Tutorial. Warte mal. Technischen Schwierigkeiten gehen weiter. Akku vom Laptop ist fast leer, dann wird es gar nichts mit dem Aufnehmen. Boah, ich bin hier wie immer hochorganisiert. Und so weiter und so fort. So, jetzt hoffe ich, wie gesagt, ihr könnt mir das Rauschen verzeihen. Es liegt nicht an meiner Blödheit, es liegt am Spiel. Ich lege jetzt direkt auch los. Ich spiele das Tutorial. Wundert euch nicht, wir spielen heute ganz zuerst. Das Spiel kann ich nur auf Englisch spielen. Systemsprache, selbst wenn ich sie auf Deutsch stelle, ist nicht möglich. Also halt eins ihrer ersten Spiele, da haben sie es noch nicht ins Deutsche übersetzt. Walking Dead gab es ja auch sehr lange Zeit nicht mal deutsche Untertitel, bis sie sie danach gepatcht haben. Ja, das Tutorial zeige ich euch heute noch auf meinem Channel. Ich habe nämlich eine kleine Ankündigung zu machen, und zwar werde ich umziehen. Nicht hier im Real Life, sondern einfach channeltechnisch. Ich suche mir einen neuen Kanal. Was heißt, ich suche mir einen neuen Kanal? Ich habe gleichzeitig mit dem Black Widower, einem guten Freund von mir, angefangen, Let's Plays zu machen. Jeder von uns hat zwei Playlists. Gut, ich habe eine dritte, da war ich auch von technischen Schwierigkeiten heim, wurde ich heimgesucht. Gut, jetzt haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt und ein bisschen geübt und so weiter. Jetzt möchten wir das Ganze aufs nächste Level bringen und einen gemeinsamen Kanal aufmachen. Wie genau der heißt, werdet ihr zum ersten unten in der Beschreibung des Videos finden. Zum anderen blende ich es genau jetzt ein. Einblendung! Wenn ihr es jetzt noch nicht seht, dann einfach deswegen, weil ich es noch nicht bekannt gegeben habe oder beziehungsweise noch nicht eingefügt habe, diese Videolink oder Kanallink vielmehr, wird noch passieren. So, ich starte jetzt aber mit dem Tutorial. Sollen wir ja mal losgehen hier? 5 Minuten gebabbelt und noch nichts gespielt, wa? Und hoffe, das Time to Rauschen check the email. geht. The email, the email, the email. Oh no! The library is missing! Ich höre mal parallel rein Hi, hier. folks. My name is Strongbad. You may remember me as pretty much the coolest guy or sandwich ever, 98. Or the fellow what stole your girlfriend. Welcome to the required by video game law tutorial portion of my awesome game.
It seems as though someone has stolen my state-of-the-art laptop computer. And you, yes you, need to help me find out who. Okay, let's take a look around my computer room. Highlight various items of interest in the room by pressing the L1 or R1 buttons. Then press X to confirm that, yes, I do want to check out, pick up, or otherwise perform random acts of violence upon this item. Ja, noch tausendmal sorry fürs Rauschen. Das Spiel wird's wert sein. Ich werde es auch komplett spielen und hoffe, dass sie in den anderen Episoden dieses Problem rausgepatcht haben. Das Spiel wird's wert sein, es ist verdammt lustig. Also ich habe beim ersten Mal dermaßen viel Spaß gehabt. Und es ist auch lang genug her, dass ich mit Sicherheit hier wieder mitlachen kann. Ich meine, allein seine Vorstellung war genial. Jetzt lasst uns hier mal den Rave-Switch drücken. Check this out! Ah, I sometimes get tired of that. Awesome, ich werde davon nie müde. Yeah, I'm definitely tired of that. Oh. Was haben wir denn hier? Ah, my trusty steed. Stooley, I'd ride you into email battle any day. Ja. Zum Spiel selbst, die Hintergrundgeschichte und so weiter, erzähle ich euch mehr in der ersten Folge. Yeah, those are my old computer games. They don't even work on the Lappy, but I keep them around so people know how cool I am for keeping them around. Es war mir nur wichtig, jetzt mal zu sagen, dass ich umziehe, dass es einen neuen Kanal geben wird. Und das Tutorial, das will ich euch auch noch hier zeigen, die seht's als Folge 0. Folge 1 wird es dann geben auf dem neuen Kanal. I put up that sign, but the stupid walls are still loafing all the time. Ja, jetzt ziehen wir das Tutorial halt erstmal durch hier. Ah, nicht Stooley. Ah, my trusty steed. Ja, ja. Ah, my trusty. Ja, wenn man zu dumm ist zum Drücken, soll man es lassen. Oh man, could that be a clue in the area where my laptop computer used to be? I wish I could somehow see it bigger. Du willst es größer sehen. Was haben wir denn hier? I totally stole this from my nerdy little brother Strongsat. Man, that guy is such a whiny baby. He's probably crying over losing it right now. Okay, this is an item that I'm going to keep. That means that it's going into my inventory, or collection of surprisingly useful, useless crap. To see the stuff in my inventory, just press the square button on your controller. But don't think about doing it until I'm done talking. What were you, raised in a do-stuff-while-cool-people-are-still-talking barn? Then just cycle through the things you want to use the magnifying glass on by pressing the L1 and R1 buttons, and then press the X button. It's like... super easy, man. Super easy, man. Also gut, wir benutzen das Magnifying Glass am Missing Lappy. Aha! I'd recognize that pudgy grape jelly stained fingerprint anywhere. It belongs to dun dun dun! My little brother Strongsad! Let's go across the hall into his room and unethically interrogate him. Unethically interrogate him? Das werden wir tun, aber erst Rave Switch. Yeah, oh, I'm definitely tired of that. Ach, hier hinten seht ihr auch den Strong. Lass mich überlegen, Strong Mad. Das ist der dritte Bruder vom Strong Bad. Er hat ja auch den Strong Sad schon erwähnt. Also wir haben Bad, Sad und Mad. That goes downstairs. We won't be going down there in this tutorial. Oh. Aber in Folge 1 werden wir definitiv nach unten gehen, Freunde. Strong Bad, get out of here! I'm trying to get ready for the big 19th century Scotland Yard LARP Festival and I can't find my authentic Sherlock Holmes magnifying glass! Nerd! That mighty sack of great dump over there is Strongsad! If you want me to talk to him, use your trusty L1 and R1 buttons to select him. Then, you guessed it, press that X button! I'm gonna press the shit out of that X button. They represent topics I can talk about. Let's try talking to him about his own miserable self first. Okay. Gibt's hier noch was zu untersuchen, ne? Hey, little brother. Yes? Select a picture of Strong Sad's ugly face in the bubble above my head and press X.
Ja, dann wähle ich mal dein ugly face aus. Sometimes when talking to people, I can choose between saying something nice or saying something I would say. Choose the angel me to say something nice or the devil me to be more of a jerk. Was soll man sagen, was gut ist oder böses? Na, ich sage natürlich was böses. You are ugly and you smell like old feet. Old feet? I don't even know what old feet smell like. Corn chips and medicated creams. Oh, you're right. I do. Okay, oh. Enough chit-chat. Let's shake him down about my stolen laptop. Okay. Hey, little brother. Hey there. Yes? Lappy. Where is my Lappy, you two-bit thief? What? No, I told you, I don't want to be part of your stupid tutorial. If you want your magnifying glass back, you will. Fine. Give it back and I'll say my line. To give my brother back his magnifying glass, just get it from your inventory and use it on him. Just like you did with the fingerprint in my computer room. Das ist auch genial. Ich meine, sie reden davon, ja, das hier ist ein Tutorial. Ist es ja auch. Strongset will nicht teil sein und das ist auch typisch Strongbad. Also er zwingt oder überredet halt jeden dazu zu tun, was er will. Aber ich, wie gesagt, zu seiner Persönlichkeit und den ganzen Hintergründen erzähle ich mehr im Hauptvideo dann. Das heißt in Episode 1. Fünf Here's Stück gibt's. Nerdglass. Now where's my Lappy? Thank you. I pawned your Lappy to Bubs, so I could afford... Do I have to say it? Foot replacement surgery. Well, you sure need it, pal. But that's no reason to steal someone else's expensive high-tech electronic styles. I need to get to Bubs. This is my map. It's what I use to get from point A to place B. You can access this map at any time by pressing the triangle button. Actually, it's a round button, but it has a picture of a triangle on it. You get the idea. Yes, okay. My map is looking a little undernourished. I need to throw Bub's concession stand up here somewheres. As I discover wondrous new places, I will add them to my map. Ja, das ist auch eine sehr schöne Geschichte. In jeder Episode gibt es eben andere Orte, die ich besuche. Manche kommen natürlich in jeder Episode vor. Typisch Telltale Games sind es wieder 5 Episoden, die wir haben. Und ja, Bobs Stand ist selbstverständlich hier ganz rechts neben Strongbats Haus. Immer so. Wenn ich spiele. Simply select a location and press the old X button to travel there. Give it a try. Okay, wir wollen zu Bub Stand. Bub ist übrigens auch ein verdammt cooler Charakter aus dem Homestar Runner Universe. Wir gehen jetzt mal hin. Hey Bubs! Hey Bubs! My stupid brother was down here! Hi, Strongman! Here's your laptop computer! Bubs, what are you doing? That part comes at the end of the tutorial. You're supposed to be sad in this part. I am? Oh yeah, right. Why do I even bother with rehearsals? Hi, Strongman. I'm feeling so sad today that I think I'm just gonna close up and go home. Aww. No, Bubs. Wait. I need the Lappy. If I want this guy to cooperate, I'd better change his mood. There are usually a variety of ways to change people's moods. You'll figure this out as you go. Generally, I find kissing up or breaking their stuff usually gets the desired response. In this case, go ahead and give old Bluehead a compliment to cheer him up. Ja, wir könnten ihn abcheeren. Wir wollen. Erstmal gucke ich mich um, ob es hier irgendwas gibt im Tutorial noch. Oh, nicht wirklich. Ich glaube, erstmal sagen wir was Böses. Wow, Bubs, you sure have gotten fat. No, I haven't. I'm just smuggling cantaloupes past the border under my shirt. Gut gekontert. Und wahrscheinlich auch ernst gemeint. Cheer up, Bubs. At least you're not on fire. Was? That's the best compliment you could come up with. Aber echt, ey. Stick to the script. Thanks, muscular strongman. I feel much better. Ja, dann fragen wir nicht mal nach Lappy. Did my dumpy little brother bring my laptop computer to you? He sure did. He tried to pawn it to get money for some kind of foot replacement surgery. But I know how much pirated software you've got on there, so I kept it for you. Lucky you did, or both you and Strongsad would be in for a world of hurtings from me, the awesome one, the Strongbad. All right, I got my Lappy back.
So there you go, folks. That should be everything you need to know to play this best game ever. Now get out there and have some fun at the expense of others. And don't make me look bad. Or good. Don't make me look good. I got a bad reputation to uphold. I had a strong bit. Hey, where's my money? I'm getting paid for this, right? Das war das Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit. Das Hauptspiel wird umso lustiger, weil dieses ganze, gut fürs Tutorial notwendige, macht das um das und so weiter, das eigentlich kein Mensch braucht, sparen wir uns dann. Okay, jetzt hat mir das Delgado-Ding gerade mal angezeigt, dass kein Signal da ist. Hoffentlich klappt das mit der Aufnahme. Das ist die Feuertaufe, mehr oder weniger. Genauere Infos zum gemeinsamen Kanal gibt's demnächst. Vielleicht stehen sie ja schon in der Beschreibung zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ja, und vor allem bis zum nächsten Mal. Bleibt anständig, ne? Macht's gut. Ciao.